Du bist selbstständig oder hast ein Unternehmen mit Mitarbeitern und bist gerade mitten in einer Krise. Nun, da gibt es ein paar wichtige Tipps und Ratschläge und auch Förderprogramme, die dich dabei unterstützen können, diese Krise erfolgreich zu überstehen und sogar daran zu wachsen. Wie genau das funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst über 16 Firmen gegründet und eine ganze Reihe von diesen Firmen auch durch Krisen geführt und einige auch schließen müssen. Und deshalb weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie das sich anfühlt, wie die Situation aus der Sichtweise des Betroffenen aussieht und welche Hilfen man in Anspruch nehmen kann und auch welche Fördermittel es dafür gibt. Der allererste und wichtigste Schritt für dich ist eine sogenannte Ist-Analyse, eine umfassende Ist-Analyse zu machen. Und zwar nicht nur, um zu gucken, wo du gerade stehst, sondern vielmehr auch, um festzustellen, was die Abweichung ist von deiner Sollplanung. Du kannst dir es so ein bisschen vorstellen wie in der Seefahrt. Der Kapitän ist mit seinem Schiff unterwegs, hochmotiviert will er seinen Zielhafen anlaufen und nach einigen Tagen und Wochen, nun, da kommt dann ein Sturm. Auf der einen Seite hat er Strömung, dann hat er Ebbe, er hat Flut, kann nachts nicht orientieren, hat eine Zeit lang die Orientierung verloren und will nun wissen, wo er ist. Und genauso ist es auch als Unternehmer, dass es ganz wichtig ist, dass du von deiner Sollplanung abgeleitet und angelehnt an einer Ist-Analyse, wo bist du jetzt, also an der Standortbestimmung, herausfindest, was die Abweichung ist, um dann zu gucken mit einer Planrechnung, wo es in der Zukunft hingehen könnte, welche Möglichkeiten gibt es noch, beziehungsweise wenn du dann in Verhandlungen trittst mit Gläubigern, mit dem Finanzamt, mit Banken oder mit Fördermittelgebern, dass du auch genau sagen kannst, wie viel Geld, wie viel Liquidität und wie viel Zeit und wie viel Zahlungsaufschub du brauchst und das auch begründen kannst. Um also die Krisenbewältigung zu optimieren und überhaupt möglich zu machen, macht es Sinn, einen Kreis von Experten aufzubauen und Zug um Zug dann auch die Beteiligten, die mit dir sozusagen in der Krise verbunden sind, egal ob es Finanzamt oder Banken sind, dann sich auch zusammenzusetzen. Die einzige Herausforderung ist natürlich, dass die Experten, die dich dabei unterstützen, meistens Geld kosten und in der Regel ein Unternehmen in der Krise das nicht hat. Die gute Nachricht aber ist, dass es dafür Fördermittel gibt. Das bedeutet also, wenn du zum Beispiel einen Unternehmensberater, einen Finanzplaner brauchst, jemand, der sich mit Controlling auskennt und mit Ist-Analysen und Krisenbewältigung, dann kannst du über das BAFA-Beratungsförderprogramm, das heißt Förderung unternehmerischen Know-hows, unter dem Segment UIS, steht für Unternehmen in Schwierigkeiten, zweimal einen Förderantrag für 3.000 Euro bestellen, wo 90% dir geschenkt wird. Das bedeutet, du nimmst also Kontakt auf mit Beratern und Experten, wie zum Beispiel der X-Group, die zugelassen sind bei der BAFA und stellst dort einen Antrag auf Förderung unternehmerischen Know-hows für Unternehmen in Schwierigkeiten. Das bist du dann, wenn du die letzten Monate Verluste gehabt hast und 50% deines Anfangsvermögens oder Stammkapitals, mit dem du gestartet bist, verloren hast durch Verluste. Dann kriegst du zweimal 90%. Das bedeutet in der Praxis, dass bis zu 30 Stunden sich Berater dein Unternehmen vollständig angucken und nicht nur die Ist-Analyse und die Ursachenanalyse und die Abweichungsanalyse mit dir entwickeln, sondern auch Handlungsmaßnahmen und über die Kontakte verfügen, auch zu Banken, zu den entsprechenden Behörden und die auch Ideen haben, welche Förderprogramme dir helfen könnten, die Krise zu überwinden. Und das kann dein nächster Schritt sein, wenn du sagst, du möchtest die Krise schnellstmöglich überwinden, zunächst einen Förderantrag zu stellen bei der BAFA über 90%. Das dauert 1 bis 3 Tage und dann hast du ein Bewilligungsschreiben und danach kann sofort die Beratung beginnen und dann in 2 Wochen bis 2 Monaten vielleicht die Krise schon überwunden sein. Solltest du dabei Unterstützung brauchen, also ein Team von Unternehmensberatern, von Rechtsanwälten, Steuerberatern benötigen, die sie alle schon kennen, zusammenarbeiten, dann haben wir die gute Nachricht, dass wir bei der X-Group über 40 Berater haben, die seit Jahren und Jahrzehnten in diesem Segment unterwegs sind. Wir sind zugelassen, zertifiziert und wir helfen dir auch, diesen Antrag zu stellen. Das heißt, beantrage noch heute ein kostenfreies Erstgespräch und dann helfen wir dir sofort weiter. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video mit einem Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.